Man hat ja den Vorteil, wenn man den letzten Stein hat, denn dann kann man tatsächlich mit dem letzten Wurf noch ein End entscheiden. Also ich glaube, dass es sehr glatt ist, oder? So. Manu. Sarah, richtig. Eher glatt? Ja, ich würde sagen. Ist sehr, sehr glatt. Also sie muss da. Bisschen weniger Kraft als beim Proben vielleicht. Bisschen vorsichtiger sein. Warte, ich muss mich konzentrieren. Das ist kein Nachteil. Ah, da schickt sie auch noch mal mit einem zweiten Druck den Stein ein bisschen los. Also auch der wird drüber hinausschießen. Und auch diese Rotation, also dieses Curlen, führt dazu, dass weniger Reibung auf dem Eis entsteht und dass dadurch der Stein länger wird. Der erste ging übers Ziel hinaus. Also sie muss ein bisschen vorsichtiger sein und dann kann man ja noch einiges mit Wischen erreichen. Der ist auch schon wieder nicht gerade langsam. Jetzt mal gucken. Also, Achtung. Gucken. Und der ist im Haus. Jawohl. Damit haben wir also den ersten im Haus. Aber das bedeutet noch nichts, denn wir haben ja noch einige Steine. Denn es zählen die der Mannschaft, die am dichtesten dran sind, mit dem einen Stein, der am nächsten am Button liegt. So wie Sarah Mauro. Alles nichts. Ja. Musst du jetzt ein bisschen besser machen. Ein bisschen näher an den, Moment, an den roten Kreis. Näher ins Haus. Ja, meine Mama hat mir nämlich gerade geschrieben. Hat die Mama geschrieben? Ja, das. Der Ausschnitt ist zu groß. Ja, na gut, ich soll das Ding zu machen. Dafür sind die Mamas da. Also Mama, liebe Grüße nach Hause. Alles verpackt. Ja, hätten wir das auch geklärt. So, jetzt geht's also mit einem blauen Stein. Okay, also was ist meine Challenge? Hier ist deine Challenge. Okay. Hier besser legen in die Mitte. Das soll reingehen einfach. Also einfach in die Mitte. Ja, das kommt aber. Warte. Curled. Er ist relativ schnell. Vielleicht stößt er dort an der Guard ab. Achtung, wartet. Bupp und? Und? Ist er weiter in der Mitte? Nein. Und? Was? Ganz knappe Angelegenheit. Ist der drin? Der ist drin, ja.